willkommen, sehr geehrte Gäste aus München und Halbstadt und Teifingen und Ebingen und drumherum. Ich darf Sie heute recht herzlich zur Pressekonferenz begrüßen. Und wie heißt es so schön? Grau ist alle Theorie, doch grün ist Leben, ewiger Baum. Unser Herr Jablunski, dieser Oberrechercheur, hatte vor dem Spiel uns mitgeteilt, dass wir 10 Spiele 6 Mal gewonnen hatten. Und somit statistisch gesehen, eigentlich hätten wir heute gewinnen sollen. Nur Statistik schießt keine Tore. Und somit können wir heute Herrn Leberhardt und seiner Mannschaft recht herzlich gratulieren. Und steht hier auch so, denn dieses Spiel ist 0-2 für Halbzeit ausgegangen. Doch zuvor, bevor wir Befragungen zum Spiel durchführen, das Spiel heute, Hilshofen gegen Freiberg 1-2, TSV Berg gegen Löchgau 2-0, Backnang gegen Olympia Laupheim 4-0, Pfullingen gegen Sportfreunde Hall 5-1, Neckar-Remsen-Wangen 4-1, und zur Halbzeit stand es im Spiel Sindelfingen-Essingen. Das Spiel hat erst um 16.30 Uhr begonnen. 2-0 für Sindelfingen. Es ist aber kein Trost für uns, dass Alfa momentan ist. Es ist kein Trost für uns, dass Essingen vielleicht hinten liegt. Aber Essingen hat ja in letzter Zeit immer in den letzten Minuten ihre Spiele noch gewonnen. Wir müssen nach uns schauen. Und, ja, gut. Herr Eberhardt, Sie haben die Mannschaft übernommen. Wir haben ja schon einige Spiele gegeneinander gehabt und bis jetzt haben wir eigentlich immer ganz gut ausgesehen. Sie sind gut in die Saison gestartet, sind weiterhin gut gestartet und am Ende auch erfolgreich geblieben. Wie lautet Ihr Erfolgskonzept und was war heute der Moment zum Erfolg? Ja, zuerst mal hallo zusammen. Ja, wir wollten einfach eine Reaktion zeigen gegenüber letzte Woche, weil das im Unterwert geschlagen wurde, da konnte man nicht an die Leistungsgrenze gehen. Und das war heute anders. Wir waren aggressiv in den Zweikämpfen und das, was sie eigentlich immer verlangen, dass man heute auch Bereitschaft hat und dass man mit Herz spielt und dass jeder alles gibt für den FC 07. Ich habe heute eigentlich gar nicht so viel sagen müssen, weil die Pressekonferenz von letztes Mal, wo wir 3-1 verloren haben, wo hier der Spielführer war, Patrick Kretschmer, wo dann gesagt hat, dass Albstadt eigentlich nichts drauf hat, nur lange Bälle spielt und denen ist nichts anderes eingefallen. Das habe ich nochmal den Spieler ganz deutlich so gesagt und dann war es eigentlich klar, dass wir heute aggressiv auftreten, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollen. Und von dem her gesehen finde ich das schlecht von dem Spielführer, weil das ein schlechter Stil ist und deswegen bin ich heute froh, dass wir 2-0 gewonnen haben. Natürlich, wenn wir das Spiel Revue passieren lassen, haben wir heute auch ein bisschen Glück gehabt. In entscheidenden Situationen haben wir den Fuß dazwischen gehalten, den Pressschlag oder dann am Schluss zu, wo der Mario dann 1000%ige hält. Aber das Glück brauchst du in der Verbandsliga, wenn die Spiele so eng sind. Und ja, man kann auch sagen, im Stile einer abgezogenen Mannschaft 1-0 gemacht und dann nachher mit dem Schlusspfiff quasi 2-0, wo dann Gmünd alles auf eine Karte setzt. Also wir können zufrieden sein, Glückwunsch an die Mannschaft. Das war heute sehr, sehr gute Leistung und mit 11 Punkten sind wir sehr, sehr zufrieden. Danke. Ja. Gut, ich denke, Benni, du hast sicherlich heute auch etwas anderes erwartet, aber jetzt ist mal so und was ist deine Meinung heute zum Spiel? Glückwunsch zum Sieg, zum verdienten Sieg. Wenn ich die erste Halbzeit Revue passieren lasse, denke ich, dass wir die bessere Mannschaft waren. Ich denke, wir haben viel, viel mehr Zweikämpfe gewonnen, waren aggressiv. Ich kann mich jetzt wirklich an keine gefährliche Szene erinnern, die wir zu überstehen hatten oder eine Phase, sondern wir haben, alle Spieler haben sich reingeworfen, wir haben viel Druck entwickelt, waren gefühlt 10, 11 Mal im 16er und das ist dann auch der Kritikpunkt, den ich den Jungs mache. Wir hatten 3-4 Schusschancen, ja, wo wir einfach uns zu leicht abdrängen lassen. Ja. Der FNDE-Roll in der ersten Halbzeit, der allein auf den Kipper zuläuft und sich dann noch abdrängen lässt. Der Fabian Kolb in der ersten Halbzeit, der Felix Bauer. Ja. Da fehlt mir einfach im Moment dieser unbedingte Wille, dieses Tor machen zu wollen. Weil das ist das, was uns einfach gerade fehlt. Ja. Die Jungs
betreiben enorm viel Aufwand, ja, spielen, setzen sehr viel um, sind dann im 16er und dann war es das. Ja, und das hat uns in der ersten Halbzeit total gefehlt, um dann noch gefährlicher zu sein. Zweite Halbzeit beginnt dann gleich mit der riesen Kopfballschuss von Felix, wo er 3 Meter vom Tor dann köpft. Und da hatte ich dann das Gefühl, dass die Jungs sagen, okay, es kommt noch eine Chance, ja, war wenig Gefahr jetzt von Albstadt und so, schleppt man sich dann Minute für Minute durch und denkt, ja, irgendwann mal geht der Ball schon rein und dann werden natürlich Fehler eiskalt bestraft im Moment. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob wir diesen Fehler ausnutzen, ob wir solche Fehler im Moment ausnutzen, wie es dann Albstadt gemacht hat, ja, schießen dann, ich weiß nicht, gefühlt das zweite Mal auf Tor ist und dann drin. Ja, wir rennen an, auch da wieder ohne Aufwand und Albstadt macht es dann gut mit dem 2-0 und hat im Endeffekt dann auch verdient gewonnen. Ja. Klar, die Köpfe sind jetzt unten bei den Jungs, ja, ist auch vollkommen richtig, weil sie müssen auch enttäuscht sein, wenn man jetzt unsere Ergebnisse sieht. Aber ab Montag muss dann der Blick ganz klar wieder, die Köpfe wieder hochgenommen werden, nach vorne schauen und ja, dann müssen wir nächste Woche die Sachen, die heute gut waren, daran weiterarbeiten und die Sachen, die nicht gut waren, besser machen. Ja, und da meine ich speziell im vorderen Bereich, dass wir da einfach zu uns nicht wirklich durchsetzen. Ja, wir spielen es bis zum 16er sehr gut, aber im 16er selber, da darf ich nicht lang fackeln. Ja, da muss ich aufs Tor schießen. Und das ist halt einfach das, was die Jungs im Moment nicht machen. Und da müssen wir sie aufmuntern, das in den nächsten Spielen zu machen. Danke. Sie haben ja in Ihrer Mannschaft einen wichtigen Spieler verloren mit dem Dinkelhofer und hat eigentlich vielleicht die Mehrheit der Fußballgemeinde hier in Württemberg erwartet gehabt, dass Sie nicht ganz so stark starten, aber Sie haben das irgendwie kompensiert. Haben Sie mehr Verantwortung übertragen auf die Schultern oder wie haben Sie das gemacht? Und jetzt spielen Sie gegen Hilshofen am Samstag, die heute zu Hause verloren haben. Und ja, also klar, mit dem Kevin Dinkelhofer haben wir einen Spieler verloren, der war aber auch schon die letzten 7-8 Spiele letzte Runde nicht mehr da. Und wir haben dann trotzdem die letzten 7-8 Spiele dann sehr, sehr gut gepunktet und da haben wir auch die Basis gelegt für den Klassenerhalt. Ja, ich brauche zum Kevin Dinkelhofer nichts sagen. Man sieht sein Göppinger, dass er dann einschlägt, wie eine Bombe, ein überragender Fußballer. Aber die Mannschaft, wo jetzt hier auf dem Acker steht, ja, die kämpft und rennt, jeder für den anderen. Und im Team sind wir jetzt richtig gut und man sieht ja auch, wie eng das die Spiele sind. Wenn man da 11 Einzelspieler hat, dann wird es schwer. Jetzt, wenn man da ja, einen Teamgeist entwickelt, dann kann man auch als in Anführungszeichen Underdog oder beziehungsweise von der Qualität her nicht ganz so starke Mannschaft, kann man da trotzdem punkten. Und das ist die Basis. Und ja, das verinnerliche ich mir und ich denke, die Kameradschaft ist da und das ist für uns entscheidend, weil sonst wird es schwierig und dann können wir natürlich auch dann nicht bestehen. Also von dem her gesehen ist die Basis das Kollektiv bei uns. Das ist ganz klar. Dankeschön. Fokus richtet sich auf Schwäbisch Hall, Freitagabend, Spiel 19 Uhr, sicherlich ein Flutlichtspiel. Wirst du da irgendwas Besonderes machen in dieser Woche oder eher Regeneration? Regeneration, eine Woche bis Freitag. Nein, wir werden Vollgas trainieren. Ja. Das ist ja nicht mal so, dass wir den Jungs im Training irgendwas. Ja, ich hätte gerne mal ein Training, wo ich die Jungs antrainiere und sagen muss, das war scheiße. Die geben Gas, ja, auch die Jungs, die da nicht spielen. Ja, das ist nicht wirklich nicht so, dass da die Einstellung fehlt. Aber so dieses mit aller Macht das Ding wollen, ja, das ist das, was uns fehlt und das versuchen wir jetzt in der Trainingswoche rauszukitzeln und dann wird man Freitag nach Schwäbisch Hall fahren zum Flutlichtspiel, ja, vielleicht ist mal eine andere, schöne Stadionflutlicht, ja, eine andere Atmosphäre als sonst in der Liga und ja, da können sich die Jungs dann auch wieder, hoffe ich, dann mal belohnen für den Aufwand jetzt machen. Ja. Gibt es Fragen von der Pressevertretung?
Ja, und den habe ich überhaupt kurz die Detailfrage. Die Ferndiagnose war schon richtig, dass sich Fiorenza die Schulter ausgekugelt hat, oder? So sah es doch von außen aus. Ja, genau. Also er hat sich die Schulter ausgekugelt und mit mehreren Versuchen von unserem Physio hat man das wieder eingerenkt, hat er auch dann 4-5 Mal richtig schreien losgelassen. Also man hat das, glaube ich, erst das zweite Mal hat es nicht geklappt. Er konnte dann wieder weiterspielen, aber hat mehr ausgesehen wie Franz Beckenbauer 1974. Von dem her gesehen macht es so keinen Sinn und deswegen musste ich wechseln. Klar, hat uns der Piero gefällt, aber auch das ist wieder auf die Frage zurückzukommen, dann schließt sich wieder der Kreis, dass man dann einfach einen anderen reinbringt und dann klappt es trotzdem und das ist gut. Dankeschön. Herr Müller, sonst noch was? Nein. Dann darf ich mich recht herzlich bei Herrn Reberhardt bedanken und bei Benni. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, sofern es geht. Die zweite Mannschaft spielt morgen in Heubach und wir am Freitag um 19 Uhr. Dankeschön und auf Wiedersehen.